alle gemeinsam und im Mittelpunkt ein sinnvolles Handeln. Unter diesem Motto stand das zweite Radeln für den guten Zweck von Wolfgang Dabanik und Michael Kurz. An die 100 Sportlerinnen und Sportler sind der Einladung gefolgt und radelten mit dem Mountainbike, E-Bike und Handbike auf die Mautner Alm. Radeln für den guten Zweck machen wir heuer das zweite Mal. Eine Radlveranstaltung für jedermann, E-Bike, Mountainbike. Der Grundgedanke war, der Michi und ich und der Ordner Ingo haben wir das, sind wir irgendwann einmal so auf die Idee gekommen, irgendwas zu machen. Und wir haben eben gemeint, aufgrund, dass der Michi und ich unsere Schicksalsschläge so gut gemeistert haben und heute wieder so gut im Leben stehen, wollen wir irgendeinem Behinderten aus der Region da was zurückgeben. Und so ist diese Veranstaltung entstanden. Heute fahren wir für einen Simon, der möchte gerne sein Handbike mit einem E-Motor ausstatten, damit er halt die Strecken da auch leichter bewältigen kann. Und für das sammeln wir jetzt ein bisschen für seine Ausbildung. Wie findest du das, dass da heute das Rennen stattfindet? Ja, ich finde das gut. Und ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Und ja. Was wird mit dem Geld passieren? Ich werde mir wahrscheinlich dann auch für mein Handbike eine E-Bike-Funktion dazu kaufen, damit ich dann leichter umfahren kann. Fährst du öfter mit dem Handbike? Heuer nicht so viel. Und letztes Jahr bin ich jetzt Wochenende gefahren. Und du bist da auf die Ski unterwegs? Ja, da fahre ich auch jetzt Wochenende, im Winter halt. Wo kann man eigentlich mit dem Handbike fahren? Wir sind immer bei der Geilache gefahren oder nach Lienz. Und Simon hilft auch bei der Veranstaltung kräftig mit, wie hier bei der Startnummernausgabe. Nenngebühr gibt es bei diesem Rennen keine. Jeder Teilnehmer wirft eine freiwillige Spende ins Körbchen. Und bei so vielen Startern kommt schon einiges zusammen. Die Teilnehmer kommen aus dem Geil- und Lesachtal, dem Trautal und sogar aus Osttirol. Mit dabei sind natürlich auch die lokalen Radsportlegenden, die mit Wolfgang Dabanik und Michael Kurz schon so manche Tour hinter sich gebracht haben. Ja, Osi, hast du wieder dein Mountainbike ausgegraben? Ja, heute habe ich mein Mountainbike ausgegraben zu Ehren von Wolfgang Dabanik und von Michi Kurz. Für einen karitativen Zweck ist man immer gern dabei, auch im hohen Alter noch, wie man sieht. So wie die kennen, wirst du nicht auf die Mittelzeit fahren? Naja, das wird sich erst in den ersten Kurven entscheiden. Ja, und du heute auch mit? Ja, selbstverständlich, sowieso. Wie der Osi schon gesagt hat, für einen karikativen Zweck macht man das gerne. Wie schaut es bei dir aus mit den Ambitionen? Mittelzeit, definitiv. Ja, nein. Ist mir lieber so, ja. Ja, Rennen, live dabei. Ich versuche mitzufahren, nicht? Ja, ich versuche Haufen zu kommen. Das kenne ich mich eh. Aber sonst bist du eher mit Straßenradl unterwegs und heute hast du einmal das Mountainbike ausgegraben. Das Mountainbike habe ich öfter, da sieht man mich halt nicht. Auf der Straße sieht man mich, wenn ich fahre, und Mountainbike bin ich halt meistens allein unterwegs. So, jetzt war ich auch knallen oben einmal, nicht? Da bist du dann allein. Aber oben, wenn ich oben ankomme, bleibe ich immer sitzen, so eine Viertelstunde, und schaue mir die Gegend ein bisschen an. Also ich tue schon genießen ein bisschen das Fahren. Nicht laufen, hirschen, sondern auch was tun, die Landschaft anschauen und so. Wirst du heute auch genießen? Klar. Wäre gemütlich aufgefallen. Wir sehen, im Mittelfeld wäre irgendwo einmal laufen können. Also dann erster Platz? Ja, könnte sein, ja. Sagen niemals nie. Wahrscheinlich, wie im Lotto, alles ist möglich. Wolfgang Dabanik ist mit der Teilnehmerzahl äußerst zufrieden. Gewertet wird die Mittelzeit. Wie viele Leute werden an den Start gehen? Ja, was ich da so sehe, sind sie jetzt bei Startnummer 80 oder 90 und wird heuer ganz gut besucht werden. Wie wird gewertet? Es gibt eine Mittelzeitwertung, schnellste Zeit, langsamste Zeit, dividiert durch 2 und wer da am nächsten kommt, ist der Sieger. Natürlich artet es selbstverständlicherweise bei ein paar Rennviechern wieder zum Rennen aus und es wird gleich von Anfang an richtig Stoff geben. Aber natürlich bist du da dann weit entfernt von der Mittelzeit. Aber es kann jeder fahren, wie er will. Und auch E-Bikes sind am Start? Es sind auch E-Bikes am Start, weil wir wollen das für jedermann machen. Und ja, und es kommt auch, glaube ich, ganz gut an, weil doch wieder mehr Teilnehmer mitfahren können. Es ist ja heuer die zweite Veranstaltung. Wie viele Spenden sind voriges Jahr zusammengekommen? Voriges Jahr sind ca. 1400 Euro zusammengekommen. Und heuer habe ich im Vorfeld der Veranstaltung, also bis gestern, haben wir schon ca. 1700 Euro gehabt.
Laufend treffen neue Teilnehmer ein. Einige haben sich schon im Vorfeld angemeldet. Die Startnummer hat aber nichts mit einer möglichen Endplatzierung zu tun. Nein, glaube ich nicht, dass ich Siegter wäre, glaube ich nicht. Ich habe heuer schlechte Verfassung. Aber du hast schon fest trainiert, man sieht es auf Facebook. Ja, ich weiß, ein bisschen habe ich trainiert, ja, stimmt. Allerdings mit Unterstützung. Ja, du hast ein E-Bike. Ja, genau, ja. Meine größte Angst ist heute vor einem Stromausfall, ja, das stimmt. Gut aufgeladen. Gut aufgeladen. Mit einer durchaus interessanten Reifenwahl geht Michael Kurz ins Rennen. Du hast ja ein spezielles Radl am Start. Ja, das gleiche wie letztes Jahr. Leider gestern dann am Kitzbühler Horn am Platz gehabt und jetzt habe ich vorne halt überhaupt einen Slick drauf am Rennradl und wird ein bisschen schwierig am Weg werden, aber das mache ich schon. Bist du jetzt mit deiner Jugend da vertreten? Leider nein, ich habe es zwar angeschnitten, aber weil es doch ein Bergrennen ist, lasse ich das nicht ganz vereinbaren. Aber natürlich, selbstverständlich, ich bin sicherlich dabei und klar, Simon, seine zwei Schwestern sind auch dabei und ja, schade, dass es ein Bergrennen ist. Ansonsten waren sicher die Kinder selbstverständlich dabei, klar. Du bist heuer mehr am Rad unterwegs, oder? Stimmt, ja, heuer auf dem Radl, sonst mehr laufen, heuer vor allem Radl auf dem alten Alm. Und für einen guten Zweck, es macht immer Sinn. Ja, heute geht es wirklich um einen guten Zweck. Was hast du denn für ein Ziel angepeilt? Boah, ich habe keine Ahnung, mal schauen, was die anderen machen. Wichtig ist, dass man was spendet, dass man Spaß hat, dass man dabei ist. Ich glaube, ist ganz wichtig. Sport, von 54 und wenn die Tour reinschalt, fahre ich 44, dann fahre ich zweimal drauf. Dreimal. Bist du auch dabei? Ja, freilich. Das ist eine Pflicht, eine Verpflichtung. Hey. Unbedingt, ja. Nein, ist eine schöne Veranstaltung und absolut Pflicht, würde ich sagen. Nicht? Für jeden, der sich noch irgendwie bewegen kann. Und wir sind ja nichts blöd. Wir haben ja, wenn die Jungen mit den unterstützten Radeln fahren können, dann können die Alten schon lange so fahren. Nicht? Und das wird wieder ein Riesenspaß. Gell? Und wir matchen uns ja untereinander auch. Voilà, gell? Das ist ja das Interessante, verstehst du? Geht's gleich los. Servus, ja, ich habe die Nerven eh schon geschmissen. Ich bin ganz nervös, weil schön nichts getan hat, weil, gell? Jetzt einfach nicht mehr so, wie es früher war. Große Fahrten, gell? Heute, aber wir schaffen wir das schon. Gell? Für einen guten Zweck ist, machen wir ja alles. Sehr simpel, du auch dabei mit dem Handtag? Ja, ich probiere es einmal, ob ich aufkomme. Bist du schon mal gefahren? Ja, vor zwei Wochen habe ich eine Probefahrt gemacht. Wie ist es gegangen? Ja, es ist mit der Siegerzeit wenn nichts zu tun haben, aber ich komme auf. Ja, Mittelzeit, nicht? Also du setzt die Mittelzeit an. Nicht einmal mit der Mittelzeit, ja, ich setze sie auf in die Mittelzeit. Wir freuen uns, dass du heute zu unserer Veranstaltung Radeln für den guten Zweck so viele Teilnehmer gekommen sind. Es sind ja knapp 100 Nummern ausgegeben worden. Das taugt uns voll, dass das eine Begeisterung ist und dass du heute eben so viel für unseren Simon Radeln. Wir werden da jetzt gleich den Start durchführen. Bitte da auf, Blöckenstraßen, Straßenverkehrsordnung, rechts fahren, einhalten. Und ja, wir wünschen euch eine gute Auffahrt und oben jetzt dann weiter. Um 9.30 Uhr erfolgt der Start am Mautner Hauptplatz. 100 Biker machen sich auf den Weg auf die Mautner Alm. Bravo, Erster, bravo.
Nächste E-Biker. Station, oder? Für Seppel Stabenteiner mit dem Handbike stellt die Strecke eine Herausforderung dar. Gut, und da hilft mir, dass ich disqualifiziert wäre. Sepp Lederer fuhr zu Beginn mit seinem E-Bike allen auf und davon, konnte aber vor dem Ziel von Hans Kircher noch eingeholt werden. Er kommt mit einer Zeit von 37 Minuten und 34 Sekunden auf die beste Laufzeit. Sepp Lederer erreicht 2 Minuten nach ihm das Ziel. Jetzt! Ja, ja, schon, dass ich nicht in Rio bin bei den Paralympics. Ja. Ressourcenvergeudung. Gehst du auf? Ha? Nein, den Big Wave. Nach 42 Minuten kommt mit Bergläufer Markus Hohenwarter der erste Mountainbiker ins Ziel. Rally, Bruder! Go, go, go!
3 Minuten später kommt Gernot Nussbaumer und Michael Kurz mit seinem Rennrad erreicht nach 47 Minuten und 14 Sekunden die Mautner Alm. Gewinner ist aber derjenige, der am nächsten an die Mittelzeit kommt. Die schnellste Zeit betrug 37 Minuten und 34 Sekunden, die langsamste Zeit 1 Stunde, 43 Minuten und 37 Sekunden. Alles zu schnell, ne? Daraus ergibt sich die Mittelzeit von 1 Stunde, 9 Minuten und 59 Sekunden. Und diese schaffte Mountainbiker Alexander Thalmann fast punktgenau. Nur 74 Hundertstel war er langsamer. Den zweiten Platz erreichte E-Bikerin Andrea Guckenberger. Sie war 9 Sekunden langsamer. Der dritte Platz ging an Mountainbiker Anton Wilhelmer. Er war 37 Sekunden schneller. Vierter wurde Mountainbiker Alexander Lucker. Er war 41 Sekunden schneller. Im Zielraum wird bereits analysiert. Wie ist es gegangen, Sepp? Einmalig. Bin unter meiner erwünschten Zeit geblieben, unter die 40. Und bei Erlihaufer getreten, ja. Das Bier ist verdient. Das heißt, schneller als die Bergläufer beim Adnolmlauf? Ja, auf alle Fälle. Ja. Hast du Akku auch wechseln müssen? Nein, ich habe nur 2 Strichlein. Das geht ganz tadellos. Ja. Der Mautnolm ist ein schöner Berg zum Radlfahren. Weil er nie so ist, dass er ans Limit gehen muss, weil nachher immer wieder flache Stückchen kommen. Und du kannst schön mit einem E-Bike zumindest erholsam für so eine Altersklassen wie mir sein auffahren. Gell. Ja. Du hast ihn gefasst. Ja, überraschend gut ist mir gegangen. Ich muss sagen, der Sepp hat mich aufgezogen. Und dann zum Schluss bis Attacke. Zur Mitte. Ja, ein bisschen. Ich gedacht, er wird nochmal angreifen, aber es ist gut gegangen. Nach und nach kommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Zielbereich auf der Mautner Alm. Gut, alles klar. Oh, super, hey. Ein bisschen heiß ist heim, können wir für, hey. Wie im Sommer. Wahnsinn, hey. Mit dem Herbst, ne? Das ist lieber Regen, oder? Ich habe lieber Regen und ein bisschen Schnee. Man freut sich und klatscht ab, das Ziel ist erreicht. Die Idee zur Veranstaltung ist in einem Gasthaus geboren worden. Die Idee war ein einfaches Thekengespräch mit dem Radl Wolf, beim Planer. Zusammengesessen sind wir und haben darüber geredet, dass das ganze Dorf eigentlich eine riesengroße Freude hat, zu sehen, wie der Wolf mit seiner Situation, mit seinem Leben und damit seiner Leistung jetzt im Radsport zurechtkommt. Und jeder weiß, dass er in Griechenland, in Norwegen war zuletzt der Radia-Vortrag, tolle Erfolge erzielt. Und wir haben darüber geredet, es wäre doch schön für die Leute, dass wir vor Ort eine Radveranstaltung organisieren für den karitativen Zweck. Und so ist die Idee zum ersten Radeln für den guten Zweck entstanden. Organisiert haben wir es sehr spontan, gerechnet haben wir mit 20 Teilnehmern, also das war unser Ziel. Und voriges Jahr hatten wir bei der ersten Veranstaltung schon 60 Teilnehmer, also rund 60 Teilnehmer. Und haben gesagt, nachdem das so erfolgreich war, machen wir es heuer wieder. Und der Erfolg gibt uns recht. Es ist ein Mittelzeitrennen. Die Leistung ist das gemeinsame Auffahren und jeder hat da frei zum Mitfahren. Bravo! Bravo! Perfekt! Bravo! Super! Super, gratuliere! Wie ist der gegangen? Weit? Weit und steil. Wie ist der gegangen, Sepp? Ja, weit und steil. Nein, es geht schon. Mit, weiß ich nicht, 1,5 Stunden kann man schon zusammenbringen. War es schwierig teilweise? Ja, steil. Und der Weg war ziemlich schlecht an einigen Stellen. Hast du öfter durchgeradet? Ja, einmal bin ich sogar stehen geblieben. Super. Das Rennen ist vorbei. Was ist dein Fazit? Ja, es ist ein Traum. Also 100 Teilnehmer, bestes Wetter. Man kann es sich nicht besser vorstellen. Nicht? Und ich möchte mich auf dem Weg auch bei allen Spenderinnen und Spendern, auch die im Vorfeld schon gespendet haben, bedanken. Unglaublich, was wir da wieder heute zusammengebracht haben. Das heißt, es wird nächstes Jahr in die dritte Runde gehen? Ja, auf jeden Fall. Und ich werde jetzt gleich mit der Helga wieder einen Termin für nächstes Jahr ausmachen. Und ich hoffe, wir haben wieder das gleiche Wochenende. Und nächstes Jahr geht es dann wieder auf zum dritten Radeln für den guten Zweck. Der Wolfi hat ja heuer leider nicht mitfahren können, aber du warst dabei. Wie ist der gegangen?
Ja, ganz gut, aber Hauptsache ist, dass so viele Teilnehmer waren und dass ein bisschen ein gescheiter Spendenbetrag zusammengekommen ist. Das ist das Wichtigste, dass alle recht zufrieden sein und freilich die Zeit, die jeder für sich ausgefahren hat, ist nebensächlich. Aber mit dem Straßenradl wird es ja nicht so leicht sein. Ja, ich habe ein bisschen ein Problem gehabt gestern am Platz und keinen Reservemantel gehabt. Deswegen bin ich mit dem Straßenradl fahren gefahren. War ein bisschen schwierig, aber hat gut funktioniert. 4000 Euro konnten für Simon gesammelt werden. Ein stolzer Betrag, über den sich alle freuten. Zu den Klängen der Gallier stärkten sich alle Biker noch einmal, bevor sie wieder den Weg ins Tal mit dem Rad antraten. Thank you.